Ergänzungskarte 37, der Bauch. Aus dem Kartendeck Angelinas 40 mystische Lenormand-Karten. Bei dieser Ergänzungskarte sieht man einen dicken Bauch, wo die Hände drüber streicheln oder wo der Bauch von oben und unten umfasst wird oder auch gestützt. Die Frau auf dem Bild ist schwanger und wohl schon kurz vor der Geburt, wenn man den schon recht dicken Bauch betrachtet. Dazu muss es dann vorher natürlich den Sex gegeben haben. Außerdem erkennt man auf dieser Karte oben rechts in der Ecke das Symbol für die Heilung. Gehe ich nun gedanklich in diese Karte hinein, dann begegne ich also dieser Frau, die schwanger ist. Bestimmt hat sie schon die Vorfreude auf ihr Kind und den neuen Lebensabschnitt, der damit beginnt. Sicherlich hat sie schon gewisse Vorbereitungen getroffen. Vielleicht kann ich ihr auch noch bei der ein oder anderen Vorbereitung helfen. Beziehe ich die Karte auf mich selbst, dann gehe ich mit etwas schwanger, wo eine Geburt oder ein Ereignis, Ergebnis unmittelbar bevorsteht, wo ich Pläne mache und Vorbereitungen treffen muss, damit es gut starten kann. Es muss eine gewisse Ordnung geschaffen werden. Aus dieser Karte und dieser Betrachtungsweise dort einmal hineinzugehen, ergeben sich für mich jetzt die folgenden Deutungsmöglichkeiten. Mit etwas schwanger gehen bzw. sein. Es ist also die Karte bei Fragen nach der Schwangerschaft, wie die Schwangerschaft verläuft oder im Zusammenhang im großen Bild, wenn sie an der Kinderkarte liegt, auch ein Hinweis darauf, dass die Person schwanger ist oder es bald sein wird. Ich muss also nicht mehr unbedingt die Kartenkombi Kind, Störche und Lilie beieinander liegen haben. Es reicht auch, wenn an der Kinderkarte die Karte der Bauch liegt. Ansonsten sind es halt die Pläne und Vorbereitungen, mit denen ich sozusagen gedanklich schwanger gehe. Es wird auch die Geburt angekündigt, beziehungsweise wenn ich um diese Karte deute, kann ich auch schauen, wie die Geburt des Kindes verlaufen wird. Oder aber mein Ergebnis, also die Geburt der Situation des Ereignisses, eben das Ergebnis, wie diese Geburt dann sein wird, die ja nun unmittelbar bevorsteht. Ich muss auch eine gewisse Ordnung schaffen, daher auch die Deutung Ordnung schaffen. Ansonsten noch die Deutung für den Sex, der ja wie schon erwähnt vor der Schwangerschaft dagewesen sein muss, wenn es nicht gerade eine künstliche Befruchtung war, und auch die Deutung für die Heilung. Als Zeitaussage ist es die Zeit für die Vorbereitungen nutzen. Es sind für mich noch maximal 5 Wochen, da die Frau eben hochschwanger ist. Gesundheitlich bedeutet es, die Pläne in Bezug auf eine gesunde Lebensweise jetzt umsetzen. Etwas kann jetzt heilen oder sich lösen. Vom Charakter her, diese Person liebt Pläne und Ordnung. Sie ist sehr strukturiert. Weitere Deutungsmöglichkeiten zu dieser Karte auf den Körperaspekt, das Spirituelle, das Alter, die Figur, die Größe, auch das spirituelle Talent, die Haarfarbe und das Sternzeichen findest du auch in meinem Buch Kartenlegen ausführlich erklärt, noch mehr Deutungsmöglichkeiten, Band 5 zu den Lenormand-Karten. Hier werden alle 40 Karten nach dem Schema, so wie ich es in den Videos erkläre und auch auf meiner Webseite www.kartenlegenlernen.info beschrieben habe. Hier kannst du alles ganz genau nachlesen und noch in die vertiefende Deutung der kleinen und auch großen Legung einsteigen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß.